Ist er das schon? Nee, nicht. Nee. Oh, da war jemand getarnt. Ist mein Lichtschwert. Noch getarnter. Zwei von zwölf. Okay, hier drin ist nichts. Wie groß ist die Anlage? Schauen wir mal eben. Ja, doch. Das soll doch überklappen. Mit den zwei von zwölf. Ein imperialer Selbstmord-Druide. Aha. Den lassen wir mal ganz kurz kommen. Warte. Yes. So, Kira schon heilen. Zack. Bevor sie in die Luft springen konnte, erledigt. Ey, was ist schon an? Läuft im Moment ganz gut. Ach, das sind hier diese kleinen Tatendruiden. Sprengstoffhöhle. Oh, gefährlich. Level up. Sehr genial. Das war einer. Danke, Kira. Die kleinen großen Grünen, die hier in der Nähe bei uns. Noch einer. So. Warte mal. Bevor ich gleich noch ein Video losgeht, kurz heilen. Ihr kommt zu spät. Die Detonitladungen sind platziert. Nicht einmal ihr könnt sie jetzt noch alle rechtzeitig entschärfen. Eure Tricks und Ablenkungsversuche können mich nicht aufhalten, Kranus. Ich werde das zu Ende bringen. Wir alle werden hier sterben. Mit dem Unterschied, dass ich wieder leben werde. Wer kommt da jetzt? Pem Nimig Badi Naya, Napikara Hikap, Naya Karak, Bawa Jamgun, Nepin Memna. Besser spät als nie. Es ist aus, Kranus. Seid kein Narr. Ergebt euch. Ruhm dem Imperator. Sterbt und werdet neu geboren. Okay, sie wollten nicht hören.
Erstmal hier diese kleinen erstmal wegmachen hier. Da hinten ist noch ein kleiner noch. Den nehmen wir noch weg hier. So. Den auf dem Weg dorthin. So. Und jetzt ist er noch da hier. Das war's. Hä? Müssen wir den hier hinten? Nee, müssen wir nicht. Ah, hier, hier, die Ladung. Entschärfen. Oh, ich habe eine Zeitangabe. Seht ihr es jetzt? 3 Minuten 45, die zählt jetzt runter. Oh. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Seht ihr es unten rechts? Da läuft die Zeit ab. Wir müssen alle 4 Ladungen entschärfen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ich denke mal, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Eine noch. Die vermute ich aber da oben. Da oben ist sie. Seht ihr das? Oben rechts? Ja. So, jetzt spricht mit dem Sergeant. Colonel Bartab? Raka kem yu am kam nemnu. Namgan bak umnok kijak. Kanam jiwa nemok. Hemgam yama naya angam. Da Kranos jetzt beseitigt ist, werde ich wohl die Zeit aufbringen können. Nikat aga kip nebab. Naya angam baraka ki. Sorry. So, sprich mit Colonel Bartab. Ich vermute mal, dass wir den, ja, seht ihr das? Davon. Ne, wo müssen wir denn hin? Da. Ja, doch, dahin. Okay. Das machen wir per Schnellreise. Cantina. Ich weiß nicht, ob wir es hier richtig sind hier. Das ist in diesem Gebäude. Ist es doch nicht in diesem Gebäude. Ah, wie schade aber auch. Man kann es ja mal probieren. So. Irgendwo da. Ich habe echt gedacht, das ist in dem Gebäude. Aber nee, es ist hier draußen. Im Zelt. Zelt ist wohl gerne. Colonel Bartab, man sagte mir, dass ihr mich sprechen wollt. Lasst mich zuerst meinen Dank ausdrücken. Durch eure Taten habt ihr viele Soldaten der Republik gerettet. Ich bin immer froh, wenn ich der republikanischen Armee helfen kann. Einige meiner Vorgesetzten trauen eurem Orden nicht. Nach dem, was geschehen ist, werden sie ihre Meinung revidieren müssen. Ich werde eure Zeit nicht verschwenden, aber es gibt da etwas, was ihr für mich klären müsstet. Meine Leute haben während des Aufstands diesen Häftling gefasst. Ich muss wissen, warum ihr euch von einem der gefährlichsten Verbrecher der Galaxis habt helfen lassen. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Puck ist doch kein Häftling. Es ist wahr. Vor 10 Jahren kam ich als Häftling hierher. Und ich hatte es auch verdient. Ich habe Dinge getan, von denen ihr besser nichts wisst. Aber auf Belsavis zu sein, umgeben von anderem Abschaum wie mir, hat mir die Augen geöffnet. Ich konnte zwar nicht mehr von hier weg, aber ich konnte mich immerhin ändern. Es hat Jahre gedauert, aber ich habe es geschafft. Der Wärter hat mich zum ehrenamtlichen Wärter ernannt.
Er meinte, das hätte ich verdient. Ihr habt euch bemüht, euer Leben zu ändern. Er hat euch dafür belohnt. Ich versuche, die schlimmen Dinge, die ich getan habe, wieder gut zu machen. Der Wärter hat mir die Chance dazu gegeben. Das behauptet ihr jedenfalls. Leider gibt es keine Beweise, die eure Geschichte belegen. Es könnte natürlich sein, dass die Berichte bei all dem Chaos zerstört wurden. Andererseits könnte es auch sein, dass ihr lügt. Was auch immer er früher war, er hat sich geändert. Ohne ihn hätte ich Belsarvis nicht retten können. Jetzt versteht ihr mein Dilemma. Ich will niemanden einkerkern, der es nicht verdient hat, aber ich will auch keinen Verbrecher auf freien Fuß setzen. Ohne Puck hätte ich meine Mission nicht zu Ende bringen können. Er hat sich die Freiheit verdient. Ich bin nicht autorisiert, Puck von Belsarvis fortzulassen. Aber ich kann dafür sorgen, dass er wieder als Wärter eingesetzt wird. Das bedeutet mir alles. Ich danke euch beiden. Ich bin sicher, ihr habt noch anderweitig zu tun. Danke nochmal für alles, was ihr hier geleistet habt. Ja, er hat sich auf jeden Fall die Freiheit verdient. Pack. Weg das ab. Ja, sehr schön, sehr schön. Wieder eine gute Tat vollbracht heute. So, oh, warte mal, wir können was lernen. Ich sehe es gerade, seht ihr es am Radar? Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Okay, eins konnten wir lernen. Wir können jederzeit zusammen. Dankeschön. So, nutzt das Holotermin deines Schiffes. Okay, wir sind fertig auf Belsarvis. Das ging ja schnell, oder? Kam mir schnell vor, auf jeden Fall. Dann reisen wir mal aufs Schiff. Scotty, Energie. So. Meisterin Satil, Vollstrecker Kranos und seine Anhänger sind tot. Belsarvis ist sicher. Die Galaxis steht erneut in eurer Schuld, aber ich fürchte, es ist noch nicht vorbei. Der Imperator würde nie alle seine Kräfte auf Belsarvis konzentrieren. Wir müssen seine anderen Ziele finden. Es geht ein Gerücht um, dass sich auf einer abgelegenen Raumstation hochrangige Sith versammeln, angeblich auf Befehl des Imperators. Einer unserer besten Aufklärer hat sich bereit erklärt, die Sache zu untersuchen. Er ist verschwunden. Das klingt, als wäre an dem Gerücht etwas Wahres dran. Sagt mir, was ihr wisst. Yoma Shul versuchte, die imperiale Raumstation zu infiltrieren, auf der die Sith ihr Treffen abhalten. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Ich weiß, dass es zwischen euch und Yoma Unstimmigkeiten gab, aber ich denke, er ist auf etwas gestoßen. Wenn der Imperator damit zu tun hat, könnte das seine Pläne offenbaren. Es ist eine Untersuchung wert. Ich übermittle euch die Koordinaten der Raumstation. Ich habe aber keine Ratschläge, wie ihr hineinkommt. Überlasst das mir. Möge die Macht mit euch sein. So, Lichtschwert. Wir sollen jetzt zu einer Raumstation reisen. Warte mal hier lang. Wo haben wir die Station Flamme Korribans? Machen wir. Cooler Name. So. Station Flamme Korribans, an unidentifiziertes Schiff. Ihr seid in imperiales Gebiet eingedrungen. Gebt eure Sicherheitsstufe durch oder ihr werdet vernichtet. Jemand hat 16 Tonnen Erfrischerspülungsmodule bestellt. Ich habe die Lieferung hier. Genehmigungscode wird übermittelt. Wartet, während ich... wir sind erfreut, dass ihr hier seid, Großmoff. Wie ihr seht, ist unser Sicherheitssystem verlässlich. Das glaube ich nicht. Ich habe, die Landerampe für euch geräumt. Bitte fahrt mit der Landung fort, Sir. Im Moment glauben Sie, ich wäre Großmoff Resch. Aber dieser Schwindel wird nicht anhalten. Seid bereit, jeden zu töten. Jeden zu töten könnte es ein wenig schwierig machen, herauszufinden, was hier vor sich geht. Macht diejenigen gefechtsunfähig, von denen ihr meint, sie hätten Informationen. Tötet die anderen. Verschwendet keine Zeit. Zerstört den Feind, während die Überraschung auf eurer Seite ist.
Naja, wenn er meint. Gucken wir mal. So. Da müssen wir nicht hin. Oh, 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 hier ist was los. Hier ist ja was los. Die Macht ist mit mir. So, einen Bonus gibt es nicht. Komm her, Grabs hier. Komm mal zu uns. Ja, genau. Aber vergibt den. Aber nicht viel gebracht, egal. So. Wir schauen mal kurz hier. Also, wir müssen nicht komplett durch. Dahin. Bonus gibt's nicht, wunderbar. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören alle. Ja, können alle zusammen. Okay. Doch, die steht noch. Pünktlich auf die Minute. Ihr seid praktisch ein Droide. Ich wusste, dass ihr nicht widerstehen könntet, hierher zu kommen, wenn ich die richtigen Anreize lieferte. Irgendetwas stimmt nicht mit Lia. Sie ist nicht sie selbst. Sie hat mich reingelegt. Ioma hat Beweise gesucht, dass ihr der dunklen Seite verfallen wärt. Er ging mir in die Falle wie ein gieriges Kind. Ihr seid nicht anders. Der Imperator beherrscht euren Geist. Widersteht ihm. Bitte, tut ihr nicht weh. Sie weiß nicht, was sie tut. Armer Junge, du denkst, du liebst mich. Aber was wir im Geheimen auf Tython teilten, war nur der Schatten wahrer Leidenschaft. Sie haben es offenbar nicht richtig gemacht. Ich werde dir wahre Ekstase zeigen, Ioma. Aber eins nach dem anderen. Ich will euch nicht wehtun. Wenn euch Ioma etwas bedeutet, ergebt euch. Nur die Schwachen geben auf. Ioma hatte diese Wahl. Ihr nicht. Erinnert ihr euch an die Midis? Ich habe meinen kleinen Droidenfreunden ein paar Verbesserungen verpasst, die euch gefallen dürften. Kurzweilig. Oh, weia. Erstmal hier die, die Midis müssen leider erstmal weg. Den noch. Das war's dann jetzt. Oh, ich habe mich um die Midis gekümmert und ja, Kira hat Lisha erledigt. Aber erstmal heilen, falls sie nochmal wieder irgendwie aus irgendwelchen Gründen aufspringt und ihr fiese Matenten macht. So. Stopp! Stopp! Ich... Wo sind wir? Lia, ich bin es. Du wirst es schaffen. Meine armen Droiden. Wie sind wir hierher gekommen? Ihr standet unter der Kontrolle des Imperators. Ihr habt die Omar gefoltert und versucht, mich zu töten. Nein. Das ist nicht möglich. Ich... Nein! Ich kann die Präsenz des Imperators fühlen. Er hasst euch. Die Dinge, die er mich zwang zu tun. Komm heim nach Tython. Meisterin Satil wird dir helfen. Ich habe kein Recht, euch um irgendetwas zu bitten, aber der Rat muss nichts von uns erfahren. Bitte haltet unsere Beziehung für euch.
Ich halte nicht viel vom Verbot des Rats, dass Jedi sich verlieben dürfen. Die Untertreibung des Jahrtausends. Danke. Das tut mir alles leid. Ich habe mich in euch geirrt. Meine Mission war kein vollständiger Fehlschlag. Ich habe Lia belauscht, wie sie Befehle des Imperators an einen hochrangigen Sith-Lord übermittelt hat. Ich konnte keine Details hören, aber ich weiß, dass jemand namens Lord Fulminis auf geheimer Mission nach Voss geschickt wurde. Genau, was wir brauchten. Wir sollten besser Meisterin Satil informieren. Ich werde Lia heimbringen. Danke, dass ihr sie, uns, gerettet habt. Benutze das Holotermin deines Schiffes. Okay, dann machen wir das. Fährt man zurück. Meisterin Satil, ich habe Yoma gerettet und Lia Nares gefunden. Sie steht unter der Kontrolle des Imperators und braucht eure Hilfe. Sie sind jetzt nach Tython unterwegs. Ich habe auch erfahren, dass ein hochrangiger Sith namens Fulminis auf dem Planeten Voss ist. Das sind beunruhigende Neuigkeiten. Voss wurde erst kürzlich entdeckt. Die Bevölkerung dort stellt ein Risiko dar. Die Bewohner des Planeten huldigen einer Elitegruppe von Machtnutzern, die absolute Autorität haben. Trotz unserer Anstrengungen lehnt die Regierung von Voss den Kodex der Jedi ab. Der Imperator hatte schon immer großes Interesse an dieser Welt. Ich dachte erst, er wollte sie erobern, aber er will sie eindeutig zerstören. Brecht nach Voss auf, findet Lord Fulminis und durchkreuzt seine Pläne. Eieieiei. Unser nächster Planet ist also Voss, wo wir hin müssen. Schöner Planet. So ein herbstlicher Planet. Gefällt mir sehr gut. Ja Leute, ich beende erstmal die Aufnahme. Danke fürs Einschalten, dass ihr zugeschaut habt. Da freue ich mich drüber. Jedes Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, in der nächsten Folge, wie gesagt, geht es nach Voss hin. Bin ja mal gespannt, was uns da erwarten wird. Und ja, ich sag dann mal, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hier weitergeht. Könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Oder einen Daumen hoch, würde mich darüber freuen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Roderick. Ciao.